Ein Buch oder eine CD ganz einfach per Mausklick posten, das ist schon lange möglich. Der Trend zum Online-Posten nimmt aber immer mehr zu und fordert immer mehr Opfer. So auch die Woche, wo die Schliessung von mehreren Exlibris-Filialen für Schlagzeilen gesorgt hat. Aber es gibt sie noch, die kleinen Buchläden, die sich gegen die übermächtige Konkurrenz aus dem Internet wehrt. Daniel Sager. Klein und zu 100% analog. Das ist die Buchhandlung zur Rose in St. Gallen. Trotz der stark wachsenden Konkurrenz aus dem Internet läuft laut der Inhaber ins Geschäft gar nicht so schlecht. Man sei sogar gewachsen. Um sich von den grossen Online-Händlern abzugrenzen, setzt man da vor allem auf Kundennähe. Erstens einmal, indem wir unsere Kunden kennen über die Jahre und sehr individuell beraten. Und wir wollen unseren Kunden auch etwas bieten, indem wir Lesungen veranstalten bei uns hier im Keller zur Rose. Da haben wir einen schönen Raum und wir haben hier literarische Gäste, wo wir dann unsere Kundschaft einladen, die Autoren auch kennenzulernen. Hundertprozentig persönlich. Das heisst bei der Buchhandlung zur Rose auch, dass man selber keinen Online-Shop betreibt. Man kann ja nicht auf jedes Ross aufgumpen. Ich finde, man muss sich ein bisschen auch konzentrieren auf Stärken. Und unsere Stärke ist wirklich, dass wir Inhalt kennen, dass wir lesen und informiert sind und den Kunden so als gutes Gegenüber auch beraten können. Auch die Buchhandlung Gutenberg zu Gossau widersetzt sich hartnäckig den Konzentrationsprozess auf dem Buchmarkt. Seit 135 Jahren gibt es die Buchhandlung. Sie ist damit die älteste noch existierende von der Ostschweiz. Trotzdem ist man da mit der Zeit gegangen. Schon vor 12 Jahren hat man einen eigenen Online-Shop aufgebaut. Gerade online sei das Geschäft in letzter Zeit aber eher schwieriger geworden. Ja, es ist weniger besucht worden, weil einfach auch die Anbietergrösse also viel mehr geworden sind. Das sind zum Teil auch Kleinbuchhandlungen gewesen, die so angefangen haben zu entdecken. Von dem her bin ich auch einer der eher früheren gewesen. Und das ist klar, dann ist einfach der Kuchen dann breiter verteilt worden. Dazu anlocken die grossen Online-Anbieter die Kunden häufig mit Rabattaktionen auf ihre Internetseiten. Als kleiner Buchhändler können wir das nicht, sagt André Wicker. Doch auch online können wir sich von den grossen abgrenzen. Und sich vielleicht eben noch persönlich zeigt. Das sieht man zum Beispiel auf unserer Homepage auch, dass man Gesichter sieht, dass man auf individuelle Wünsche eben eingehen kann, was eben einen grossen nicht macht. Also da müssen vor allem die Algorithmen stimmen. Und das ist genau das, denke ich, was man auch ein bisschen ausspielen kann. Dass man eben noch ganz persönliche Dienstleistungen bietet. Der grösste Teil des Umsatzes macht die Buchhandlung Gutenberg, aber immer noch mit dem direkten Verkauf im Laden. Es gibt sie also noch, die kleinen Buchhandlungen, wo der Kundenkontakt an erster Stelle steht. Aber es werden immer weniger. Laut Schätzungen vom Buchhandelverband sind in der Deutschschweiz in den letzten 10 Jahren rund 100 Buchhandlungen zugegangen. Mit der angekündigten Schliessung der Exlibris-Filialen verschwinden in der Ostschweiz weitere 9 Buchläden. Der Verlagerung ist online, fallen bei Exlibris im Verkauf über 100 Arbeitsplätze zum Opfer. Ein ganzer Trend hin zu online steht darum die Gewerkschaft Unia kritisch gegenüber. Die Verlagerung ist eine Realität und es werden Arbeitsplätze im Verkauf abbauen. Andere werden geschaffen, eben in Verteilzentren unter anderem. Aber die Arbeitsbedingungen kommen nie dort hin, wo die Verkäuferinnen bezahlt werden. Die Unia begrüsst es darum, dass es immer noch kleine Läden gibt, die vor allem auf Kundenkontakt setzen. Doch für die könnte es immer schwieriger werden. Vor ein paar Monaten hat auch der grosse Online-Händler Amazon angekündigt, die Versandbedingungen in der Schweiz zu verbessern. In der Buchhandlung zur Rose schaut man dem aber gelassen entgegen. Es gibt einfach noch etwas anderes, eine andere Komponente als nur das Billig. Es ist auch noch eine Art der Begegnung, eine Art von sich aufhalten in einer Stadt, Sachen sehen, wo man präsentiert bekommt, wo man die Hand nehmen und anschauen kann. Ich denke, der Kunde hat es ganz fest in der Hand. Und ich glaube auch, dass das Bewusstsein immer wieder kommt. Also gibt es den Laden in ein paar Jahren noch? Da bin ich zuversichtlich. Von den Buchhändlern gehen wir weiter zum Rosenkavalier. Im Lifestyle besuchen wir den Bachelor Joel und seine Auserwählte Ludmilla. Wieso die beiden die Feste zusammen verbringen, offiziell aber immer noch keine Perle sind, das verratet hier auf TV kurz vor 9:30. Zuerst in wenigen Augenblicken das Wetter. Bis gleich.